Jo, was geht ab, Sunny hier von der Android Device und ich präsentiere euch Android 7.0 Nougat TouchWiz. Sollte ungefähr 6. März offiziell für die Geräte erscheinen. Wir haben jetzt schon eine Custom-ROM gekriegt. Ganz kurze Vorab-Info, wenn ihr diese ROM installiert. Als allererstes, ich starte mal ganz kurz hier den Screen Recorder. So, dann geht ihr bitte als allererstes in die Einstellungen. Anzeige. Und stellt die Bildschirmauflösung von Full HD auf WQHD um. Das hat ganz einfach den Grund, falls ihr irgendwelche Glitches habt oder ähnliches, nach der Ersteinrichtung direkt da rein und das Ganze installieren bzw. abändern. Am Ende des Videos zeige ich euch noch eine Galaxy S8 Feature, was wir schon in der Nougatron mit eingebaut haben bzw. schon dort mit drin ist. Wie gesagt, da komme ich am Ende nochmal drauf zu. Auf die ROM kann ich eigentlich nicht viel zu sagen. Funktioniert flüssig, sieht toll aus. Die Grace UX, wisst ihr ja schon, hat hier mit Einzug bekommen mit Android 7.0. Alles funktioniert wirklich stabil, flüssig. Die ROM kann man sich gar nicht darüber beschweren. Alles sieht ein bisschen anders aus. Wie gesagt, man kennt Custom-ROMs. Einfach mal selber ausprobieren. Hier zum Beispiel die Telefonfunktion. Wenn man jetzt da reingeht, dann kriegt man zum Beispiel hier eine neue Ansicht und ähnliches. Man kann jetzt auch direkt hier oben aus der Statusleiste aus zum Beispiel WhatsApp beantworten oder ähnliches. Und im Großen und Ganzen war es auch schon, wie gesagt. Und jetzt kommen wir nochmal auf die Android-Nougat-Funktion zu sprechen. Die zeige ich euch jetzt. Kurze Nebeninfo noch. Ich poste unten in der Beschreibung die Links natürlich für die Download-Links, für die ROMs natürlich. Und auch zwei Telegram-Gruppen. Einmal für die Noble-ROM, die von Alexis XDA gemacht wird. Und einmal die AOKP-ROM. Dort werden weiterhin Tester gesucht. Android 7.0 Vanilla Android. Zum Beispiel, wie ihr es auf den Google Pixel findet oder Nexus. Funktioniert wirklich einwandfrei, flüssig, gute Akkulaufzeit. Ein paar Bugs sind hier und da mal drin. Deswegen werden Tester gesucht. Einmal bitte unten in Telegram joinen. Wenn ihr Bock drauf habt, einfach mal Handy testen möchtet. Da sollte eigentlich nichts kaputt gehen. ROMs sind, wie gesagt, soweit sehr, sehr stabil. Habe ich auch schon mit ausprobiert. Und jetzt kommen wir ganz einfach mal zu der Nougat-Funktion. Und zwar gehen wir einmal, ich zeige euch das wieder hier, am Screen Recorder. Ihr braucht Root natürlich, dann geht ihr einmal in zum Beispiel ES-Datei-Explorer hinein. Als allererstes, bevor ihr aber weiter fortfahren könnt, geht ihr einmal hier Root-Explorer, setzt den an. Dann geht ihr einmal als RW einbinden und System, macht ihr bitte Read und Write. So, dann geht's weiter hier System und dort unten gibt es ein sogenanntes Build-Prop. Da geht ihr hinein, Notizeditor, geht ganz nach unten. Einmal hier oben auf Bearbeiten und fügt hinzu. So, das habe ich mir nämlich hier gespeichert. Chemo.hw Main Key ist gleich 0. Dann hier oben einmal auf Speichern. Wenn das Ganze nicht funktioniert, dann wie gesagt müsst ihr Root-Rechte einmal abgeben. Und ich starte einmal das Gerät neu. Und et voilà, ich zeige euch das gerade hier einmal. Nach dem Neustart habt ihr die Softkeys vom Galaxy S8. Mit dem neuen Design da. Ihr seht, dass die Symbole sehen so ein bisschen anders aus. Ihr werdet höchstwahrscheinlich, wenn ihr den Stock Launcher habt, das heißt den von TouchWiz, wird das so ein bisschen komisch bei euch aussehen. Deswegen empfehle ich einfach Nova Launcher, Pixel Launcher, irgendwas nachzuinstallieren. Und das macht ihr dann am besten, zum Beispiel, wenn ihr etwas installiert habt. Ich zeige euch das gerade, Apps, Standard Apps. Und dann geht hier einmal Startbildschirm, zum Beispiel TouchWiz Start. Und wie ihr seht, passt das hier oben nicht so richtig von der Höhe her. Das heißt, einfach einen anderen Launcher dort einfügen. Hier beispielsweise, ich bin immer Fan von Pixel Launcher. Und Evola habt ihr hier unten die Symbole. Und die funktionieren auch ganz normal. Auch die Homebutton, der Homebutton funktioniert auch noch. Und falls ihr das Ganze nicht mehr haben wollt, der Code, wie gesagt, der steht unten. Einfach nochmal den Prozess wiederholen. Das heißt, ihr löscht die Leiste raus. Speichert das Ganze im Kernel Auditor und einmal neu starten, dann funktioniert das Ganze. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann Download-Links in der Beschreibung. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal.